Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu diesem Video und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich versuche mich mal wieder an meiner Spiegelreflexkamera und es ist nicht so einfach, ich sag's euch. Aber ich möchte mich ganz, ganz lieb bei euch bedanken für euer tolles Feedback unter meinem letzten Video. Da habe ich ja auch schon den ersten Versuch gestartet mit dem neuen Objektiv, mit der Kamera. Es ist viel, viel mehr Arbeit, kann ich euch sagen, aber ich hoffe natürlich, dass auch hier jetzt gleich, dass ihr scharfe Bilder bekommt, weil ja, ich war mal wieder im DM unterwegs und habe das neue Essenssortiment entdeckt und noch ein paar andere Kleinigkeiten, die zeige ich euch. Ich habe mich jetzt vorab eben schon geschminkt und ihr seht quasi jetzt schon das Endergebnis. Meine Lippen fühlen sich ein bisschen trocken an. Woran das liegt, das zeige ich euch auch. Also es läuft jetzt wieder so ähnlich wie beim letzten Mal. Ach so, und falls jemand es auf, ich weiß nicht, ich kann das jetzt aus der Ferne gar nicht erkennen, weil die Kamera so weit weg steht. Ich war beim Friseur vorgestern. Ich hatte da auch ein paar Bilder auf Instagram gepostet und auch da herzlichen Dank für euer positives Feedback. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Kamera rüberkommt. Ich habe mir halt einfach nur die Haare wieder normal tönen lassen. Was ich vorher auch hatte, so ein dunkleres Braun und dann ein paar hellere Strähnchen habe ich mir durchmachen lassen. Und sonst vom Schnitt her gar nicht viel geändert, nur die Spitzen und das war's. Ja, so, ich fange mal an mit dem neuen Essenssortiment. Ich habe mir ein paar Dinge mitgenommen. Es gab viele schöne Sachen, aber man kann ja nicht immer alles auf einmal da kaufen. Aber was mit musste, ist hier dieses Gerät. Ja, das ist der Essence Quick and Easy Sponge Nail Polish Remover acetonfrei. Ne? Das ist diese Geschichte mit dem Schwamm innen drin und ja, Finger rein, ein bisschen drehen und schwuppdiwupp soll er euch den Nagellack von den Fingern entfernen. Bei Glitzernagellack würde ich aufpassen. Ich habe ja von Isana, von der Rossmann Eigenmarke, auch so ein Töpfchen. Und da lasse ich dann, wenn ich Sandstyle oder Effektnagellacke habe, lasse ich den Finger immer eine Minute wenigstens drin einweichen und dann geht das auch ganz gut. Ich habe das Teilchen jetzt hier noch nicht ausprobiert. Ich bin schon sehr gespannt. Werdet euch auf dem Laufenden halten. Und ich finde die Aufmachung, die Farbzusammenstellung sehr, sehr hübsch und bin schon sehr gespannt. Ja, dann musste natürlich mit, womit mache ich denn weiter? Hiermit. Diese Essence All About Candy Eyeshadow Palette. Es gab zwei verschiedene Sorten, meine ich. Das ist jetzt die mit den Pastelltönen und ich hoffe, ich habe einigermaßen gute Nahaufnahmen machen können für euch. Die seht ihr wahrscheinlich jetzt. Ja, das ist hier drin enthalten, sind sechs wunderschöne Pastelltöne, die leicht schimmern. Damit habe ich mich auch eben ein bisschen geschminkt. Ein Gelb, so ein helles Rosa, dann mehr eins, was ins Peachige geht, ein so Grau-Silber, ein Grün und ein Lavendelton. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr begeistert von der Palette. Die Farben sind jetzt nicht so knallig, aber sie decken dennoch, beziehungsweise, ja, decken sowieso, aber sie sind relativ gut pigmentiert. Das ist die 02 Candies. Ja, und ich finde, die passt jetzt auch wunderschön in den Frühling, meine ich. Dann, was haben wir dann? Ja, dann habe ich mir noch eine aus diesem Essence Quattro, da sind ja auch ein paar neue reingekommen und diese hier musste mit. Das ist die 15 Most Wanted und das ist die mit dem Gold-Silberton, mit dem hellen Rosé und mit diesem wunderschönen bärigen weinroten Ton hier. Damit habe ich mir auch eben im Video einen Eyeliner gezogen, quasi aufgetragen und ich finde die Farben sehr, sehr schön und ich finde auch hier die Pigmentierung nicht übel. Kostet nicht viel Geld. Ich denke mal, ich blende euch die Preise wieder ein. Ich müsste den Kassenbon noch haben. Ja, die musste mit. Ich bin ja so ein, ne, ihr wisst, ich liebe ja so Töne, so bärige, lila Töne, Rosé-Töne. Ja, dann habe ich mir noch aus den einzelnen Lidschatten, von den einzelnen, da sind auch ein paar neue reingekommen. Das ist die 78 Vanilla Milkshake mit Schimmereffekt, ja. Und damit meine ich, habe ich eben, mit diesem Ton habe ich verblendet. Ne, den habe ich mir unterm Augenbrauenbogen aufgetragen und damit ein bisschen die Kanten verblendet. Und das ging ganz gut, weil der Schimmer, das ist kein grober Glitzer. Das ist, ja, dezent. Ne? Die Glitzerpartikel, die kommen nicht so durch. Und das finde ich gerade schön, dass das nicht so grober Glitzer ist. Und ja, ich mag die Farbe so. Dieses Vanilla
Finde ich schön. Es gibt noch natürlich andere Farben, die reingegangen sind ins neue Sortiment, aber ja, ihr wisst, ich habe ja schon eine relativ große Mono-Eyeshadow-Sammlung und deshalb nur dieser hier, aber den finde ich schön. Den kann man alleine auf dem ganzen Lid auch ruhig mal tragen, aber auch zum Verblenden, wie ihr wahrscheinlich jetzt im Video gesehen habt, ging das ganz gut, ja. Gut, dann habe ich mir noch mitgenommen eine Mascara. Und zwar diese grüne hier, das ist die Essence Maximum Volume Mascara mit Reservoir. Also die Bürste, hier hinten steht drauf, die Bürste, Mascara für extremes, ultimatives Volumen. Reservoirbürste umhüllt die Wimpern. Ja, ich blende es euch ein, das ist hier diese schön metallisch grün schimmernde Mascara. Es gibt ja noch eine neue, die reingekommen ist. Die hat die liebe Sweet Jasmine Baby schon vorgestellt. Das ist die, wo man an dieser Kappe drehen muss, die sich dann so dreht irgendwie. Und da war ich jetzt nicht so von angetan, muss ich ehrlich gestehen. Und da ich die ja jetzt schon im Video gesehen hatte, dachte ich mir, weil ich habe ja Länge, also ich brauche ja für meine Wimpern eigentlich nur Volumen. Und ich bin eigentlich der erste Eindruck, ihr werdet es ja jetzt sehen im Video, oder seht es jetzt gerade. Also ich bin eigentlich begeistert, ja. Ich habe es nur einmal aufgetragen. Ich denke mal, wenn man noch mehr Volumen hat, sie trennt sehr schön, sie klumpt nicht die Wimpern zusammen. Das mag ich ja nicht. Aber ich fand den Schwung und auch das Ergebnis sehr, sehr schön. Ja, doch, hätte ich nicht gedacht. Finde ich toll. Ich trage ja was auf den Lippen. Ich habe doch am Anfang des Videos erwähnt, meine Lippen fühlen sich so trocken an. Genau, ich meine, ich hätte es vergessen, wenn nicht, schneide ich es raus. Oh Mann. Ja, das ist von Essence aus der XXXL Long Lasting Lip Gloss Reihe. Da sind neue reingekommen mit Matt-Effekt. Und das fand ich ganz interessant und habe mir dann eine Farbe mitgenommen, die 05 Velvet Rose. Dieser wunderschöne hier. Der ist wirklich, vielleicht ist er mir ein Ticken zu hell, ich weiß es noch nicht. Ihr seht es ja. Er fühlt sich wirklich sehr, also meine Lippen fühlen sich sehr, sehr trocken an. Das finde ich eigentlich nicht so schön. Aber man gewöhnt sich ja an alles. Also ich werde ihn weiterhin benutzen, weil an sich finde ich es eine schöne, frische Farbe. Da gibt es, glaube ich, auch jetzt ganz viele neue andere Lipglosse. Eine spezielle Reihe, die schimpft sich Mirror Mirror. Keine Ahnung, ich meine ja. Aber von diesen Matten hier, da gibt es noch ein paar andere Farben, aber die fand ich sehr interessant für mich und auch passender wie die anderen. Deshalb musste der mit. Habe ich mir ein paar Nagellacke gekauft aus dem neuen Essence-Sortiment und zwar Holo-Schimmer. Dieser hier, der schimmert wunderschön, der hat so goldene, rosefarbene Glitzerpartikel und hat tatsächlich, finde ich, so einen Holo-Effekt, je nach Lichteinfall, je nachdem, wie man den hält. Finde ich ganz, ganz toll. Kann man natürlich solo tragen. Ich habe euch es auf dem Nagelrad geswatcht, kann man aber auch über einen anderen als Effekt-Topcoat, denke ich mal, gut nehmen. Dann habe ich mir noch mitgenommen aus der Special-Effekt-Topper-Reihe diesen hier, das ist Million Dollar Baby, die 23. Ach so, ich habe euch von dem Holo gar nicht den Namen gesagt. Pixie Dust, die 01. So, und der hier, der hat so größere Stückchen drin, ist auch also hat keinen Farbanteil, ist ein Klarlack, aber hat halt diese wunderschönen schimmernden Partikel. Und auch da kann ich mir das unter einem dunklen Nagellack sehr gut vorstellen. Ich habe es euch, glaube ich, jetzt nur solo auf mein Nagelrad geswatcht. Aber man muss einfach mal ausprobieren und ja, einfach mal über eine andere Farbe geben. Der hat es mir angetan. Ja, und als letzten habe ich mir mitgenommen aus der, das ist einer mit Fässereffekt aus der Topper-Reihe. Der ist jetzt auch neu, das ist die 19 Bird of Paradise. Das sind halt so ganz kleine, feine Stäbchen hier drin. Aber ich finde, die haben auch so leicht Pastellton und ich finde die, ich weiß nicht, ich mag das so kleine Schmack. Also manchmal mag ich sogar diese kleineren Stäbchen. Ich habe ja noch einen von Sally Hansen, der hat größere Stäbchen. Und diesen hier finde ich gerade interessant, weil er nicht so knallig ist von der Farbe her. Ja, finde ich irgendwie toll und musste mit. Ja, das war es schon, was ich mir, ich gucke nochmal gerade hier auf meinen Tisch, das waren die Sachen, die ich mir von Essence mitgenommen habe. Es gibt noch viele andere schöne Sachen, ihr müsst einfach mal vorbeischauen. Und ja, ihr könnt mir auch gerne verraten, was ihr euch mitgenommen habt. Vielleicht habt ihr euch ja auch dieses neue Nagellack-Entferner-Töpfchen mitgenommen und findet den ganz, ganz toll. Dann schreibt mir das, ich habe ihn, wie gesagt, bis jetzt noch nicht ausprobiert.
Und habe ich es eben erwähnt, der ist acetonfrei. Also für alle, die künstliche Nägel tragen, so Gelnägel und so, ne? Also den könnt ihr auch benutzen, der ist acetonfrei und das finde ich klasse. Machen wir mal weiter mit Manhattan. Da war bei uns im DM separaten Aufsteller und da gab es, glaube ich, so Long-Lasting Lipsticks, irgendwas. Da gab es Nagellacke. Da gab es dann so Creme-Eyeshadow-Sticks und Lidschatten. Und da stand dann, wenn man zwei Produkte kauft, dann bekommt man einen, dann darf man sich einen Eyeshadow-Creme-Lidschatten aussuchen. Ja, und das habe ich getan. Ich habe mir von Manhattan Quick Dry 60 Sekunden, also ein Schnelltrocknungsnagellack, diesen weißen hier mitgenommen. Das ist die 11A. Der ist so gut wie deckend, würde ich sagen. Ich blende euch, wie gesagt, wie kurze Sequenz ein. Ja, und ich habe zwar einen von Essie, aber ich dachte mir, ja, wenn der ganz ratzifatzi hier trocknet, warum nicht? Weiß kann man immer gut gebrauchen, auch für Nail Designs. Und deshalb habe ich mir den mitgenommen. Und als zweites Teilchen dann diesen Eyeshadow hier. Das sind diese kleinen. Und das ist die 101B Silver Slam. Und den fand ich vom Finish auch sehr schön. Der ist jetzt nicht so eine gut deckende Farbe oder was, aber er hat so einen richtig schönen Schimmer. Und habe ich den? Ich weiß jetzt nicht, wenn ich den verwendet habe. Ich glaube, ich habe ihn mit meinem Augeninnenwinkel verwendet. Ich blende euch dann, wie gesagt, ja, dazu das passende Foto oder die Sequenz ein. Und ich fand das ganz, ganz toll. Ja, die zwei Sachen und somit bekam ich dann dieses hier umsonst. Also es gab verschiedene Farbnuancen von diesen Amazing Eyeshadow Creams von Manhattan. Das ist jetzt die 5110 Nafty Nude. Und ich finde, er trocknet super schnell. Und ich habe den im Laden, da gab es Tester, auf meinem Handrücken geswatcht. Habe mir das so einen Moment angeguckt, wollte es wegputzen. Und ja, das ging dann nicht mehr. Aber er hat sich gut verteilen lassen mit dem Finger. Und das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, werde ich aber mal bald machen. Aber ich finde diesen Schimmer und diesen Nude-Ton, ja, den Effekt finde ich ganz, ganz toll. Deshalb, ja, bekam ich den jetzt quasi umsonst. Gut, dann war ich noch am Essie-Nagellackaufsteller und da war eine neue LE eingezogen. Jetzt weiß ich nicht den Namen. Es gab, also eigentlich waren die alle, meine ich, so Effekt-Topcoat-mäßig mit Schimmer und mit Glitzer. Und einen musste ich mir jetzt mitnehmen. Ja, ich hätte mir gerne noch einen mitgenommen, aber die kosten ja fast 8 Euro. Ja, das ist dieser hier. Das ist der mit Goldschimmer, aber was halt herausragt, sind diese blauen Plättchen. Das sind so, und die haben auch so einen Holoschimmer, also oder Spiegel, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich hoffe, die Kamera fängt es gut ein. Ja, und dieser hier musste dann mit, also der hat es mir angetan und ja. Also die LE finde ich nicht schlecht, also da gab es viele schöne, da gab es einen ganz schwarzen und da waren dann einzeln verteilt solche Plättchen auch und den fand ich auch sehr schön. Aber ich glaube, den habe ich bei irgendjemandem im Video gesehen und da fand ich dann den Effekt nicht mehr so schön. Machen wir weiter. Trage ich auch gerade jetzt im Gesicht. Habe ich mir eben beim Schminken aufgetragen aus der, jetzt kommt's, ich bin Französisch, aus der aktuellen Catrice LE, Limited Edition Une de Trois, 123 auf Französisch. Die 02 Meat Berry. Ja. Das ist dieser wunderschöne Ton, so ein beeriger Ton. Unterteilt in das kleine Feld ist mehr so ein Rosé und das darüber geht mehr ins Beerige. Und den fand ich so schön. Also es gab da insgesamt, glaube ich, vier oder fünf, ich glaube fünf verschiedene Blushes. Fünf dazu immer passende Nagellack und Lippenstift. Und da gab es noch so einen kleinen Kabuki-Pinsel, der hat es mich jetzt aber nicht so umgehauen. Ich hätte mir gerne hiervon noch eine andere Farbe mitgenommen, aber dann habe ich mich mal am Riemen gerissen und habe mal wirklich in mich gehorcht und gesagt, weil ich habe letztens meine Schminkecke mal aufgeräumt, neu sortiert und musste feststellen, meine Blush-Sammlung ist erstmal, ja, braucht nicht noch mehr werden, sage ich mal, noch nicht größer werden. Aber dieser hier musste dennoch mit, weil ich meine, so einen ähnlichen Ton habe ich jetzt noch nicht. Ja. Die Nagellacke waren nicht schlecht. Dann gab es auch Nude-Töne, also so einen sehr braunen, nudigen Lippenstift. Der war nicht schlecht, aber ich glaube, der wäre mir zu hell gewesen. Ja, ich glaube, der wäre mir zu hell gewesen.
Ja, deshalb aus dieser neuen Catrice LE nur dieser eine Blush. Habe ich gerade gesagt, ich habe genug Blush. Habe ich eigentlich auch. Ich war aber dann noch am selben Tag kurz bei Rossmann. Habe ich jetzt, ich gucke gerade mal, ob ich alles euch jetzt gezeigt habe. Ja, ich glaube schon. Wie gesagt, ich war im Rossmann und ganz kurz bin ich da durch und dann habe ich trotzdem von Rival de Loup Young eine neue LE entdeckt, die schimpft sich Safari Look. Und da gab es Nagellacke, die waren nicht schlecht, aber ne, Nagellacke, ihr seht es, oder ihr seht es jetzt nicht mehr so scharf, aber Nagellacke habe ich genug. Da gab es dann noch eine Lidschattenpalette, da kann ich mich dran erinnern. Da war eine Tester da, aber der war nicht so gut, die Lidschatten waren nicht so gut pigmentiert. Ja, nichtsdestotrotz musste halt dieser Blush mit. Das ist 2,5 Gramm sind nur enthalten. Ich fand die Aufmachung ganz nett. Und das ist ein matter Blush. Ist unterteilt in drei verschiedene Farbnuancen. Sehr, ja, ich würde sagen, braun-nude gehalten. Und ja, ich habe den geswatcht. Auch da gab es zum Glück einen Tester. Und war recht angetan. Und deshalb dachte ich mir, für noch nicht mal, glaube ich, 2 Euro, ich glaube 1,69, kommst du jetzt mit. Ja, und dann ist der auch noch in mein Körbchen gewandert. Ja, jetzt reicht es aber auch erstmal mit Blush. Ja, ihr Lieben, das war's. Wie gesagt, ich möchte mich nochmal ganz lieb bei euch bedanken und schreibt mir gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder so. Ich weiß, ich sag mal, mit einer Spiegelreflex zu filmen ist nicht einfach und ich habe jetzt mittlerweile 3 verschiedene Objektive und muss da mich noch reinarbeiten. Ja, ich hoffe auch, dass die Schminkaufnahmen einigermaßen scharf. Seht es mir nach, wenn es noch nicht so perfekt ist und vielleicht auch mal unscharf, aber es ist Neuland für mich mit einer Spiegelreflex, aber ich habe auch gemerkt, die Qualität ist einfach viel, viel besser. Nur ich bin noch nicht so zufrieden. Vielleicht muss ich den Drehort doch nochmal wechseln, weil ich denke mal, die Kamera müsste noch einen Ticken höher, aber ich sitze einfach zu nah dran und mein Küchentisch. Ich kann mich aber nicht noch weiter nach hinten setzen, dann hänge ich da in der Vitrine drin. Das geht auch nicht. Ich muss mal gucken. Ich tüftel noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem meinem Kanal treu, auch wenn ich jetzt so ein bisschen rumtüftel. Aber ja, vielen, vielen lieben Dank für euer Feedback und dass ihr einfach meine Videos schaut. Ja, also ich freue mich immer riesig, wenn ich von euch lese. Deshalb danke. Und jetzt würde ich sagen, es kann passieren, dass am Wochenende jetzt kein Video mehr kommt. Denke ich mal, weil mein Mann hat Geburtstag am Sonntag und ich muss noch einiges erledigen, machen, tun. Deshalb seht es mir nach, seid mir nicht böse, wenn dann erst Anfang, Mitte nächster Woche das nächste Video kommt. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Zeit und ja, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Nadine.